Hallo und willkommen zur 22. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Sind Katzen eigentlich musikalisch? Wenn ja, welche Musik mögen sie? Warum heißt es eigentlich Katzenmusik? In dieser Folge dreht sich also alles um die Klangwelten. Zum Schluss gibt es wieder ein Rätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Schreibt eure Lösungen bitte wieder in die Kommentare. Katzenmusik. Warum heißt es eigentlich Katzenmusik? Dieser Begriff meint das Durcheinanderklingen verschiedener Töne und Geräusche, welche sich vom lauten, eindringlichen und unmelodischen Geschrei rolliger Katzen herleiten. Trommeln, Pfeifen, Dreschflegel und weitere geräuschvolle Instrumente gehören zu den entsprechend bevorzugten Lärminstrumenten. Aber mögen Katzen diese lauten und unangenehmen Geräusche wirklich? Nicht wirklich. Wie sieht es denn dann mit richtiger Musik aus? Wissenschaftler haben in diversen Studien und Experimenten verschiedensten Tieren in Zoos oder Laboren bereits Musik mit unterschiedlicher Wirkung vorgespielt. Manch Milchbauer schwört auf Beethoven, damit seine Kühe mehr Milch geben. Doch wie wirken die Melodien auf Katzen? Im Jahr 2015 wurde gleich von verschiedenen Forschergruppen auf der ganzen Welt diese Frage untersucht. So testeten beispielsweise die Wissenschaftler um den Verhaltenspsychologen Charles Snowden von der US-Universität Wisconsin-Madison klassische Musikstücke an Katzen. Diese waren von der Menschenmusik jedoch überhaupt nicht beeindruckt. Kurzerhand wurden eigens für Katzen artspezifische Musikstücke durch den Musikwissenschaftler David Theiler arrangiert. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Musik zum Gehör der Katzen passte. Daher wurden in diesen Katzenmusikstücken 2 Oktaven höhere Töne verwendet, als dies bei Klassikstücken üblich ist. Außerdem wurden die Klänge wie auch bei Musik für Menschen mit dem Herzschlag der Fellnasen synchronisiert. Verschiedene Schnurr- und Miaulaute ergänzten die Melodien. Töne und Frequenzen, die Drohlauten ähnelten, wurden dabei aber ausgespart. Das Ergebnis ist verblüffend. Die Katzen hielten sich in der Nähe der Lautsprecher auf, beschnüffelten und beanspruchten sie sogar. Ein verhaltensbiologisches Team unter der Leitung von Professor Dr. Bubner Littitz aus Wien untersuchte mit einer ähnlichen Studie das Katzenverhalten auf eigens erstellte Musikstücke. Das Ergebnis ist ebenso interessant. Schlussendlich konnten die Forscher feststellen, dass sich die Tiere entspannten und aggressives Verhalten untereinander abnahm. Grund dafür ist, dass die Körperfunktionen unserer Samtpfote in Ruhe einen bestimmten Rhythmus haben. Durch Musik mit jenem Rhythmus kann man die Körperfunktionen aber auch dahingehend verschieben und Entspannung durch die Katzenmusik herstellen. Wozu wird dies denn nun erforscht? Die Studienergebnisse können helfen, Hauskatzen eine spannende oder auch entspannte Umgebung zu bieten. Denn das einfache Einschalten des Radios reicht nicht aus. Auch können Katzen in Stresssituationen, beispielsweise bei Feuerwerk, beim Tierarzt oder im Tierheim, beruhigt werden. Faule Katzen könnten aber auch angeregt werden, etwa wenn Jagdgeräusche im Ultraschallbereich abgespielt werden. Dieses schafft dann für Hauskatzen eine anregende Umgebung. Einen Link zu Katzenmusikbeispielen findet ihr in den Kommentaren. Probiert die Klänge doch einfach mal bei euren Schnurrnasen aus und schreibt in die Kommentare, wie sie reagiert haben. Und das war es auch schon mit dieser Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Das Rätsel vom letzten Mal war schwer. Ihr habt es aber trotzdem gelöst. Gesucht wurde der Prozess. Fräulein Maja freut sich über die treuen Rätselfreunde und hat euch für heute ein etwas leichteres herausgesucht. Sitzt einer auf dem Dach und raucht, der weder Pfeif noch Tabak braucht. Wenn ihr die Lösung zu diesem Kurzrätsel wisst, dann schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch Maja einen Daumen hoch. Wenn ihr künftig kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos den Kanal und gebt Maja einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.